Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Tutorial. Lasst mir doch ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen und wenn ihr auf die Glocke klickt, verpasst ihr auch nichts Neues. Am Mittwoch neue Sounds und am Sonntag neue Tutorials. Heute geht es nicht explizit um ein Gerät, sondern ich möchte euch allgemein etwas zum Sounddesign erzählen, da auch nicht so tief in die Technik gehen, sondern euch einfach zeigen, was passiert, wenn ich dies und das verändere, damit ihr wisst, das und das muss ich machen und suchen, damit ich den und den Sound bekomme. Viel Spaß dabei! Anfangen möchte ich mit der Lautstärken-Hüllkurve und habe mir dazu den Kronos als Beispiel genommen, weil man das da einfach sehr schön sieht und es wirklich einfach zu zeigen ist. Starten möchte ich mit ein bisschen Theorie. Wir sehen hier einen Graphen, auf dem auf der X-Achse die Zeit und auf der Y-Achse ein Wert zu sehen ist. Und als Überschrift Hüllkurve ADSR. Was das ADSR bedeutet, da kommen wir gleich zu. Wenn wir jetzt also eine Taste drücken, fängt der Ton an zu klingen. Das heißt, wir befinden uns in der Attack-Phase. Wir sehen hier, dass die Kurve linear hochgeht. Das heißt, der Ton wird langsam über die Zeit ein bisschen lauter. Danach kommen wir in die Decay-Phase. Die können wir auch unterschiedlich einstellen. Das zeige ich gleich noch einmal am Kronos. Da kann man eine Gerade machen, nach oben, nach unten, wie man das gerne möchte. Danach kommen wir in eine Sustain-Phase. Hier wird meistens auch das Sample oder die Wave-Datei geloopt und immer wiederholt. Die kann man auch in der Zeit verändern. Und danach kommen wir in eine Release-Phase. Das ist der Bereich, wenn wir die Taste losgelassen haben, also wie schnell der Ton ausklingt. Das zeige ich gleich aber auch an praktischen Beispielen. Wir sehen jetzt aber auch direkt, wo das ADSR herkommt. A für Attack, D für Decay, S für Sustain und R für Release. Gehen wir mal zum Kronos. Dafür gehen wir direkt mal in den Program Mode, wo ich mir schon einen Sound ausgesucht habe, an dem man das gut zeigen kann. Bei manchen Engines im Core Kronos könnt ihr direkt hier rüber in das Menü der Hüllkurve kommen. In diesem Fall heißt das Menü MPG. Es gibt aber auch Engines, da funktioniert das nicht so. Deswegen gehe ich jetzt noch einmal zurück auf die Startseite und dann gehen wir über EXI1. Und kommen dann normalerweise auf Amp Driver oder einem entsprechenden Menü mit Amp raus und gehen dann in das Menü MPG und sehen hier die Hüllkurve mit allen möglichen Einstellungsmöglichkeiten. Jetzt gerade beim Schneiden merke ich, dass mit meinen Videos irgendwas schiefgelaufen ist. Das ist also eigentlich nicht das, was ich zeigen wollte oder wie ich es zeigen wollte. Aber wir gucken mal, dass wir das trotzdem hinbekommen. Wir sehen jetzt hier einige Werte in dem Envelope-Bereich oben. Das ist der Bereich für die Hüllkurve. Da sehen wir einmal eine Reihe mit Level, eine Reihe Time und eine Reihe Curve, an denen wir einiges verändern können. In dem oberen Bereich Level, wie der Name schon mit sich bringt, kann ich die Lautstärke der einzelnen Punkte ändern. Über Time kann ich die Zeit ändern, allerdings nicht in Sekunden, sondern das ist ein Bereich. Das muss man ausprobieren tatsächlich, wie lange das ist. Ich denke, da gibt es auch einen Umrechnungsfaktor zu, den weiß ich jetzt aber nicht. Über Curve unten kann ich die Kurve verändern, also dass ich, ob ich eine lineare Kurve habe oder eine leichte Bogenkurve. Ich zeige euch jetzt einmal, wie die Kurve klingt, die ich dort gerade eingestellt habe. Wir hören, der Sound wird einigermaßen langsam lauter, klingt dann etwas und wird dann langsam wieder leiser. Wir sehen hier vorne die Attack-Phase, die ich jetzt einfach mal auf 0 setzen werde und euch das dann nochmal zeige, wie es dann klingt. Der Sound spricht direkt an, jetzt machen wir die nochmal etwas länger. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu lang gewählt. Zusätzlich zur Länge kann ich hier die Höhe, also die Lautstärke der Attack-Phase, verändern. Das hört man jetzt nicht so gut heraus. Ich ändere das noch einmal. Mal gucken, ob man das jetzt besser hört. Dann kommen wir in die Decay-Phase, in der wir den Ton schon leiser, lauter oder gleich bleiben lassen können. Ich ziehe den Attack noch ein bisschen runter, damit man das noch ein bisschen besser hört. Wir könnten jetzt auch mal Folgendes machen. Wir machen die Attack-Phase ganz hoch und nehmen den Decay. Die Lautstärke für den Decay nennt sich hier beim Kronos Break. Die nehmen wir etwas runter. Das heißt, wir haben einen harten Attack und werden dann erstmal leiser mit dem Sound. Dann haben wir hier noch den Slope, das ist der Übergang zwischen Decay und Sustain, den gibt es nicht überall, den können wir in der Länge verändern und die Höhe wird resultiert aus der Sustain und aus der Decay-Höhe.
Dann habe ich hier zum Schluss noch die Release-Zeit. Die kann ich natürlich in der Höhe nicht verändern, weil das der Ausklang ist. Wir hören, er stoppt jetzt sofort, weil er auf 0 ist. Wenn er einen höheren Wert hat, klingt der Ton langsam aus. Und so kann ich meinen Sound über den Tastendruck im Lautstärkeverhalten schon etwas verändern, muss dann nicht das Volumenpedal benutzen, damit kann man ganz verschiedene Effekte erzeugen. Das funktioniert bei jedem Gerät gleich oder ähnlich, wenn auch in anderen Ebenen. Hier beim Korg kann ich das für jeden Oszillator getrennt machen, beim Kurzwell zum Beispiel kann ich das für jedes Layer machen, beim Yamaha kann ich das auch für jedes Layer bzw. Element machen, da gibt es ja 8 Elemente, die man übereinander legen kann, die sind alle ein bisschen unterschiedlich aufgebaut. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was näher bringen, auch wenn das jetzt nicht ganz so tief gegangen ist und detailliert, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber da sind irgendwie meine Videos. Ich habe Mist gemacht. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach und zur Not bringe ich da einfach nochmal ein neues Video, was etwas detaillierter eingeht, darauf eingeht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.